Hey, hoi alle, ich bin Sir Eisenhardt. Was geht, dieser Guild Wars 3, wollte ich gerade sagen. Oder Guild Wars 2? Guild Wars 3, heute der Stream aus der Zukunft. Live mit dabei, Old Man Kali. Basti auch am Start. Basti ist nicht mehr der Noob der Gruppe. Kali rastet aus. Nichts Neues. Robin und ich chillen hier. Du kommst gar nicht hinterher, Junge, die sterben hier einfach direkt. Ja. Vor allem sind das hier voll viele. Irgendwie, ne? Also, ich meine jetzt Leute auch. Naja. Das ist ja voll der krasseste Shit, ey. Wo ist der denn? Ah, ne, der ist immer noch hier. What? Am Rande, für alle, die diesen Stream gerade sehen. Expendables 2. Oh, ist noch keiner da. Ich sag das gleich nochmal. Hier hoch. Ulti? So. Ja. Oh, guck mal, wir haben jetzt sogar fast das Herz mal irgendwie in Angriff genommen. Welches Herz eigentlich? Ja, das ist bestimmt. Fuck. Weil mich jetzt hier gefangen wird. Das ist 36, wow. Boah, das ist voll die Questreihe hier, Mann. Ja, habe ich das nicht gesagt? Ne, das ist eine ganz andere, die hat nichts mit deiner zu tun. Oder vielleicht meintest du die und die andere, wo wir eben waren, war die andere. Jetzt müssen wir wieder hier lang. Ja, ich komme sofort. Ich bin da eben irgendwie runtergefallen. Boah, was geht ab hier? 1800. Bossfight. Wo ist er denn? Runter. Raste aus der Uri. Der Robin. Mann, ich kann eure Namen nicht. Uri, wieso stehen da schon wieder vier Mobs auf einer Stelle? Ey. Ich hab zu viel Adrenalin von Expendables. Jo. Ohne Spaß. Boah, der hält aber was aus dafür, dass wir so viele sind. Ja. Der entfernt sogar seine Zustände. Krasser Shit, ey. Und wieder Powerlag, wer hätt's gedacht? Wir haben keinen Lag. Gruppen-Event, bababam. Das Problem, was ich nur mal hab, ich kann leider nicht sehen, ob ich in der Range von dem stehe oder nicht. Ob der dich haut oder was? Nee, ob ich den treffe. Stimmt, du musst die Zahlen gucken. Was haben die denn dahinter gelockt? In so eine... Wo ist der denn? Ich hab jetzt hier die ganze Zeit verfehlt. Ich hab versperrt. Das nur? Jetzt hab ich ihn. Er steht hinter so einer scheiß Säule. Ja, weil die dumm sind. Ja, das ist doch nicht so schwer, da hochzukommen, Jungs. Ha, wie geil, mein Pet heilt alle. Goldie. Kommt ihr denn schon wieder her? Oh oh. Kali Rast, ich hab Gold. Kali Rast. Ja, und jetzt rüber, rechts rüber. Jetzt. Ah. Ja, oh. Achso, schade. Was? Ja, jetzt muss halt weiter schwer von mir, ne? Dann lass mal das Herz direkt hier machen. So spät wie ist ja nicht mehr so viel. Bei Sklaven tötet Zentauren. Stiftet Chaos unter den Zentauren. Ja, so, ja, gut, genau. Genau, du hasse. Bitte fall runter. Oh, hier sind Vorräte. Ich hab schon so 90%, würde ich schätzen. Echt? Ja. Du auch? Naja, so viel habe ich noch nicht. Hier sind. Bam! Ich guck mal, ob da eine Fähigkeitsbuster. Hast du geil deine Pistolentypen? Ha? Wieder funktioniert, meinst du? Juhu, Quest fertig. Oh, geh mal auf das Feuer hier, ich weiß nicht, ob da was passiert. Na komm, ich helfe dem Ultima hier. Ach doch, ich krieg ne Fackel. Ach, wow, guck mal, der Basti, der erbarmt sich, dass er seinen Freunden hilft. Ja, schlimm, ne? Wird Zeit, dass ihr auf unseren Server kommt, ihr habt ja mehr Leute, die euch helfen können. Ob sie es tun, ist eine andere Sache, ja, aber die Möglichkeit besteht. Ihr könnt weiter links laufen, genau. Ey, wie soll man da bitte hochkommen, ernsthaft? Robin, willst du wirklich da rein? Hier, kriegst du einen Speedboost. Und Run. Alter, guck mal, vorher, der Basti holt sich das erst, dann
guck mal, ich hab hier noch ein Speedboot. Ja, da muss ich mal Waffe wechseln. Kurzfristig eingefallen, möchtest du nicht auch noch haben? Nee, dafür muss ich jedes Mal Waffe wechseln. Ja. Oh. Du hast doch gesagt, du findest das interessant. Hast du gesagt, gestern noch oder heute oder keine Ahnung, wann du was, Waffen wechseln? Du kannst, ach so. Du kannst im Kampf, ja, ich dachte, du meinst Attunement wechseln. Okay, Waffen fertig. Wechseln kannst du auch im Kampf. Nee, kannst du nicht. Ja, klar, kannst fertig. Du Waffen im Kampf wechseln. Nein, nicht mit der Zirkumflex-Taste. Ich meine, richtig aus dem Inventar. Fertig. Gezählt. Die Zirkumflex-Taste. Was denn? Die Zirkumflex-Taste, Mann. Die heißt Zirkumflex. Zirkumflex. Ich hatte Französisch. Die heißt wirklich so. Ja, ich hab schon wieder 500 Mobs. Ich raste gleich aus und schmeiß meine Maus gegen die Wand, ey. Oh, das will ich sehen. Video. Ich brauch YouTube-Videos. Der Fähigkeit-Boss geht immer noch nicht. Oder? So, was jetzt? Da ist das Herz, da ist das Ding. Ich hole mir mal da hinten das Fernglas. Mit dem, Oh, hier ist ein Dings. Da hier. Hä? Wie kommt man denn? Hier ist ein Event. Wollt ihr das noch machen? Ja, würde ich sagen, oder? Geht auch schnell. Okay. Wir müssen nur diese beiden Wölfe töten. Ach, oder? hier ist auch ein Waypoint. Ah, oh, sehr gut. Bam, 775 Erfahrung und Level Up. 42. Motherfuckers! Ich werde hier auf 41 runtergestuft, das ist doch gut. Boah, hier ist ein dicker Veteran. Ja, komm, geh mal runter. Dieser Rappen haben an mehreren Fronten gekämpft. Und die Kämpfe haben ihren Tribut gebracht. 37, das ist gut, das ist gut. Überlebenden einer beendeten Operation haben sich am Sammelpunkt eingefunden. Inzwischen sind neue Vorräte an der Seraphenlände eingetroffen, wo hoffentlich der endgültige Vorstoß gegen die Zentauren begonnen hat. Hm. Hier keins mehr? Doch, hier unten jetzt. Oder was meinst du? Herz, ja. Ja. Gemacht. Das da unten ist 35. Hier oben sehe ich keine, also nicht direkt. Lass es mal hier einfach hingehen. Ja, du bist auch schon 37. Boah, der Kali ist schon 47. Er ist 10 Level über dir. Weißt du? Ja, und wenn ich jetzt hier nicht irgendwie die ganze Zeit versuchen würde, diesen einen scheiß Vista zu kriegen, wäre ich wahrscheinlich schon irgendwie 48,5 oder so. Du bist wahrscheinlich schon 80. Ich versuch das jetzt nicht notfalls, wenn es die ganze Nacht dauert, ey. So, und nun? Und dann morgen wieder, oh, ich hab Bauchschmerzen. Keine Ahnung. Links ist noch eine größere Stadt. Da ist eine Unterwasserquest. Von mir aus kann auch da hingehen. Mir egal. Ach, Ulti, du hast uns dabei. 3, 2, 1, Zündung! Was müssen wir denn hier machen? Können wir, ich hab die Quest schon, mir egal, ich richte mich nach euch. Mit wo? Und ja, links da, unter Wasser zu dem See. Wo müssen wir denn hin? Geradeaus, okay. Ich lauf nochmal eben kurz rechts zu dem Fernglas. Komm. Ey, warum lauf ich eigentlich? Ich hab da geguckt. Wir sollten uns einigen, ich hab angegriffen und du bist weggelaufen. Ja. Was meinst du, warum ich gelaufen bin? Ja. Rettet die gefangenen Seraphen. Das ist ein Mini-Zaun, da. Was wollen die mir erzählen, dass man da nicht drüber springen kann, oder was? Bei Guild Wars 1 konntest du gar nicht springen. Da gab's diese Funktion nicht. Wo ist denn der Ulti? Das ist kein Game für mich gewesen. Wenn ich im Spiel nicht springen kann, dann. Ja, ich habe mir nur eben kurz hier das Ding geholt. Der wird mal schneller machen. Ich will die 600 Gildenpunkte heute noch haben. Rettet die gefangenen Seraphen bei der Banditen. Ich hab fest. Mein Inventar kann doch nicht schon wieder voll sein. Hast du keine Taschen? Gib mir Leder und ich mach dir Taschen, Mann. Ich hab doch schon alles auf der Tasche. Hä? Ich hab nie Inventar. Gib doch mal eine Maus, dass du mal hier. Ja, das mach ich schon. Keine Angst. Ja, auch nicht ganz von verloren. Was war das noch, was du gemacht hast? Ach ja, mit dem Wiederbeleben. Na ja, hier 4. Was, wie 4? Was ist Taste 4? Was ist diese Wiederbeleben? Das ist doch eine Krise hier. So, hier ist ein
So ein Vista und ein Fernglas nochmal. Aber ich weiß nicht, wo hier die gerettet die Gefahr ist. Ein Weg. Im Wald. Ein Weg. Wahrscheinlich südlich von hier. Bin schon fast da. Aber hier kann ich mein Inventar leeren. Mach das. Ich guck schon mal, wo die Banditen sind. Ich glaube, die sind südlich hier. Huri! Hier ist ein. Hä? Hier ist ein Event. Ich starte das mal. Zeigt mir den Was Weg. Für ein Glück, dass ihr gekommen seid. Folgt mir. Banditenpatrouille, jawoll. Ja, ich habe meinen Wegpunkt nur geholt. Muss das so lange dauern? Immer müssen wir auf dich warten. Genauso wie mit dem Silas. Was? Ich chill voll. Silas muss man auch mal warten. Vor allen Dingen, wenn dann da irgendwie so Vistas sind und so, dann ist recht lange. Boah, wo bist du? Hier ist ein Event. Siehst du das Event? Krampf nicht. Krampf. So, Alter, du bist ja schon, wo bist du? Hier unten! Was wollte man das ja, Event hier? Ja, bist du so schnell da hingekommen? Gelaufen! Oh, ohne mich angefangen. Unterwasserkampf kennt ihr schon so ein bisschen? Naja. Hier ist Boss. Ja. Werde dir Spaß machen, das ist scheiße, ich hasse das. Der Wasserkampf ist voll für den Arsch. Ja. Oh oh. Pass auf, hilf mir. Pass auf. Mach das hier klein. Puh, ich weiß es nicht, ich hab's geschafft, wie immer wisst ihr. Boah, geil. Warum bin ich denn jetzt bitte gestorben, ey? So ekelhaft. Guck mal, jetzt kommen sie alle angeschissen. Die ganze Zeit ist ja kein Schwein und plötzlich starte ich das Event und dann kommen sie alle an. Skillpunkt in der Höhle. Oh. Bam. Gold. It's it. Danke. Jetzt müssen wir die Banditen töten, Robin. Ja? Banditen töten. Was? Was? Da ist das unsere Quest. Das ist unsere Quest, ja, töte die Banditen. Silbererz. Oh, Junge, Alter, alle Augen. Ja, zum Glück ist das nicht für jeden einzeln. Ist nicht für jeden alle, für alle zusammen. Zusammen. Was alle drei alle? Zusammen. Da, runtergefallen. Alter, Alter. Ich glaube, das mit einem Movement muss ich nochmal ein bisschen üben. Na ja, komm mal hier in die Höhle, das ist ein guter Test. Ich bin mit Leib und Seele Soldat. Da will mich wohl jemand umbringen. Hier ist ein böser. Fühlt sich gut an. Und Robin, findest du mittlerweile Mess mal besser? So. Und Leck, wer hätte gedacht? Ja, ich gewöhne mich langsam dran, aber. Du gewöhnst dich daran, dass du kein Damage machst oder was? Ja, so ungefähr. Ja, Quatsch. Du musst richtige Skill und guck mal bei diesem Bildseite, was da so abgeht. Ich meine, wie hast du denn geskillt? Also die Traits, die Eigenschaften. Ja, was heißt geskillt, ne? Ich bin ja noch am Leveln. Ja, aber wie weit bist du denn da? Was hast du denn gemacht? In Power, in Präzision? Oh, und Tod. Ich hab 10 in Power, 10 in Zustandsschaden und jetzt mache ich gerade 10 in Präzi. Und das ist 10 in Power, 10 in Zustandsschaden?
Warum Zustandsschaden? Ja, ich glaube, Zustandsschaden sind meine ganzen Illusionen. Nee, glaube ich nicht. Sonst habe ich gar nicht Zustandsschaden. Du musst, wenn du Damage machen willst, musst du Power und Präzision. Power, Präzision, das ist erste Reihe, zweite Reihe. Und dann kannst du dich entscheiden zwischen dritter und vierter Reihe. Weil eine von den beiden ist so gesehen, also sind beide überleben, aber auf eine andere Art. Der eine ist mit mehr HP und der andere ist mit mehr Armor. Ich habe keine Ahnung, das. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ich habe einfach, ich wollte nur sagen, ich habe Power, Präzision und Wit. So. Und Präzision macht das meiste Damage, weil du einfach übertrieben viel. Bist du sicher, dass das hier noch zu unserem Quest gehört? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die Leute. Das ist eine andere Quest. Hä? Ich krieg die ganze Zeit welchen. Helft den Seraphen, die Aktivität der Banditen zu beenden. Heißt die Quest. Bei mir. Ja, bei mir auch. Oh, lol. Alter, man kann es so übertreiben, ne? Nur weil so ein Baum im Weg steht. Ne? Also mein Balken ist gleich fertig. Ich bin so bei 80%, 70%, keine 75 so. Was, ich spreche ungleich die Wale hier oben auf den Felsen bezahlen. Was? Eigentlich sollten die mal, ein Wal von denen müsste losschwimmen. Ja, ich bin fast tot. Ich muss mich gerade kurz hier. Ja, aber dann geht's Event nämlich los. Keine Ahnung, wenn das nicht losgeht. Kannst du mal zu mir kommen? Ah. Drei Gegner oder so, ich weiß nicht. Drei Gegners. Ja, und ein Gefängnis. Jetzt hatte ich mal Lag wieder. Welcome to the real world. Ich fühle mich. Du bist der Hammer, ohne Scheiß. Du kommst hier hin. Ich kämpfe gegen zwei Gegner. Und was machst du? Hey, da ist noch ein dritter. Hey, das ist... Geht nicht in meinen Kopf. Absolut nix. Und du, das ist doch noch in Elite gewesen, ey. Das ist doch der... Geht das jetzt schon los hier, das Quest? Nein, ne? Ne, keine Ahnung, du solltest eigentlich losschwimmen, einer von den Walen hier oben. Wale? Was macht ihr für einen Scheiß? Nur Unterwasser-Quest. Crazy shit. Echt, ey. Juhu, Level up. Ne, Quest meine ich fertig. Entschuldigung. Was hab ich denn hier? Was ist das hier? Hast du gesehen? Donnerskau-Quacke. Macht der Gefängnis kaputt, Robin. Hinter dir. Egal. Aber ich habe jetzt eh gleich fertig. Ein Monster noch oder so, dann. Killer. Sollte es durch sein. Und dafür, dass die Bar sich nicht bewegt. Ja, die ist dann explodiert. Ja. Die war laggy, die Bar, ne? Wirklich? Möchte ich nicht ausschließen. So, dann haben wir das. Hier gibt's auch übrigens Leder, Wasser. Ja. Und so. Das ist ein Typ, gegen den man kämpfen muss bei mir. Ich port mich schon mal hoch, Robin. Den einen Mob schaffst du wohl alleine. Man weiß es nicht. Klar. Also ich würde auf jeden Fall in Präzision gehen. Ich habe gerade eine gelbe Farbe gefunden. Meine zweite. GZ. Welche hast du gefunden? Welche Farbe? Eine gelbe, meine zweite. Emerald. Cool. Boah, hier ist ein dickes Event gestartet. Okay. Auf dem Weg zu den Ruinen von die Spinnen. Nee, Soldaten von den Spinnen, niemand mehr von ihr gehört. Das könnte bedeuten, dass die. Ja, ich habe da links noch ein Herz gefunden gerade. Wo wir gerade sind links. Wenn ihr Zeit habt, würdet ihr sehen. Machen wir. Boah, das ist ein böses Event. Wo ist das denn? Hier bei mir. Boah, das ist ein richtig böses Event. Oh, fuck. Was ist denn hier? Plosi? Nee, ich würde nicht kommen, wenn ich du wäre. Doch, doch. Ich komme. Ich bin da. Geh doch mal ein bisschen aus dem Weg. Lass dich nicht umbringen. Ja, hier irgendwo. Da hängt in der Lass Post dich nicht umbringen, Alter. Hast du gesehen, wie viele das sind? Nee. Ah, du bist noch nicht da. Ich bin jetzt da. Ich gehe hier oben zu dem. Naja, dann lass mal hier wieder raus. Wir müssen die retten, Chris. Noch, keine Ahnung. Warte, ich bringe die Qualle noch und vielleicht bewegt er sich schon mal.
Der hing anscheinend eben irgendwie die ganze Zeit in der Wurzel fest und wollte los. Ja, guck mal, der geht immer zurück in die Wurzel und dann schwimmt er wieder raus. Ja, lass mal das. Behindert. Hol ich mir da drüben noch den Wegpunkt. Wie schnell habt ihr denn die ganzen Seraphen schon gerettet? Das Ding ist nicht die zu retten, das Ding ist, wenn du die rettest. Kommen Spinnen, ich weiß. Dann kommt eine Horde von Spinnen, ja, und ich war alleine mit dem einen. Du hast normalerweise. Also, ich habe eben ein so ein Ding kaputt gemacht und es kommen 3 oder 4 Spinnen. Wahrscheinlich habt ihr alle 5 auf einmal kaputt gemacht. Nö, das war ein so ein Ding. Oh, Boss. Oh, Boss. In der Höhle. Boah, das ist cool hier. Endlich mal wieder was eine Folge hat und so. Hey, ohne Scheiß, wer irgendjemand hier. Der hat irgendwelche Mikroprobleme. Ja, das sind Basti-Daten immer. Das als ITler, was geht ab? Ja, ohne Scheiß! Er steckt mir ein Mikro extra in die Nase, Mensch. Mit dem mich auch schön hört. Nicht? Wie wär's, wenn du dein Handy über WLAN anbindest, Teamspeak 3 da drauf ziehst und das irgendwo in deiner Nähe hinlegst? Luke! Ich bin dein Vater. Der klemmt sich das noch mit das Handy unter die Nase. Ich klemme mir das unter die Achsel, ne? In den Hintern, ne? Dann spielt er bestimmt besser. Ich setz mich drauf an. Nicht nur draufsetzen. Ey, die dumme. Die Sehenswürdigkeit haben, ne? Deswegen bin ich hier. Wieso ist ihr jetzt wieder. Wollt ihr mich verarschen? Wie blöd seid ihr denn? Haltet die scheiß Spinne einfach still! Achso, ist das die goldene Spinne? Ja, viel Spaß. Wenn irgendeiner die zu nah an den Ausgang ranzieht, dann resettet die wieder auf 100%. Was heißt zu nah an Ausgang? Die Leute, die ziehen hier 1 Millimeter. Die steht im Ausgang. Ja, ja, das ist sehr intelligent. Die muss Spinne in der Höhle sein, ansonsten. Nicht raus. Die muss in der Höhle sein. Ah, Spider. Da. Ab dann? Ja. Oh, was hab ich denn hier für ein Deutsch bekommen? Hey, wieder Leck. Ich wollte gerade sagen, Alter, die haben alle aufgehört. Was verwirrt. Oh shit, ey, was ist das? Ey, die pullen die immer weiter raus. Das ist halt absolut genius. Das war mal ein episches Erz-Style. Einem Erz habe ich. Ich push die jetzt mal. 10 Silber-Erz rausgekriegt. Unverwundbar. Oh, endlich. Ja, aber sie ist unverwundbar, wieder voll HP. Ja, weil die alle behindert sind. Ich bin tot. Du müsst die Leute anschnauzen im Chat. Hab ich schon. Sagen die blöden Wichser, jetzt guck mal, dass ihr die nicht mal aus der Tür rauszieht. Ja, hier lang. Ich wollte euch mal die Sehenswürdigkeit zeigen, die man nicht finden kann. Also die ich auf jeden Fall hier nicht gefunden habe. Außerdem gibt es da ein Dorf, also eine Stadt und so. Oh, ich hatte Level Up, gar nicht gemerkt. GZ. Okay. GZ. Wie die Sehenswürdigkeit jetzt kommt, ne? Konnte ich eben nicht finden, ne? Unergründlich. Ich werde mich revanchieren! Fühlt sich gut an. Für höhere Gerechtigkeit. Hast du schon mal mit 2 Anschwert gespielt, Uri? Für höhere Gerechtigkeit. Nee. Ich hab grad eine knifflige Quest. Hier ist von mir ein. Das ist wohlgemerkt ein Event. Mit einem goldenen Symbol rum um den Typen und der hat 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Leute hinter sich. Man muss erst die 27 Leute umbringen und dann kann man ihn angreifen. Nice. Wie mache ich denn das? Alleine. Ja, oh, Scheiße. Mit Leute, ne? Holst du dir irgendjemanden und dann. Ja, jetzt können wir halt, je nachdem wie ihr wollt, nach oben ist noch eine Quest, oder wir gehen wieder ins Landinnere, da sind noch mehrere Sachen. Mir egal wie ihr wollt. Also oben ist noch eine Quest, die ist ab Level 21.
Hauptmann Marshall ist in der Höhle gefangen. Ich hole erstmal den Punkt unten. Ey, die hat schon wieder resettet. Was ist denn jetzt kaputt? Das ist, ja, das ist, wenn man solche Affen. Nein, das ist nicht buggy. Wenn man das Event richtig macht, funktioniert das ohne Probleme. Ey, aber die hat jetzt keinen anderen Ausgang. Hier hinten ist ein Event. Schneller. Ach ja, herrlich. Nochmal runter. Was du da willst, du glaube ich nicht hin. Ja, es geht auch Richtung 24, habe ich gerade gesehen. Ich habe da noch Quests, ich kann immer voll 22, 23, 24. Ja. Hoffentlich gehen diese Volldeppen alle, weil die keinen Bock mehr haben und dann machen wir das alleine. Weil es so führt. 21er hier. Leck, ey, können die jetzt nicht langsam mal irgendwie fixen oder so? Was, Tobi? Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, was sie eben falsch gemacht haben. Also für mich, dass du das aussah, ist der auf so einen Typen gesprungen, der nahe des Ausgangs stand. Wenn du die einfach hinten an der Wand lässt, wenn die jetzt sich nicht bewegt und da bleibt, dann... Ach ne, das ist das, die Quetzer, die Spieß. Boah, Schwert macht immer voll Bock, ey. Du läufst zwar irgendwie voll behindert, aber... Ist das das mit 1000 Hits oder was das war? Naja, was Kang genau gespielt hat. Ja, das ist super. Und total lustig, vor allen Dingen auch mit dem Durchchargen, also mit dem Durchwirbeln dann zurückchargen und dann bockt schon. Oh, Gott sei Dank. Hätten wir das. Ach, schön. Ja. So, ich bin. Ich kämpfe gerade gegen überhaupt die Spawner einfach. Ein Viewer. Was? Ein Viewer. Gerne. Weißt du, wie viel Damage das machst du jetzt? Ja. Ja, ich weiß. 100 Blades bei mir, ja, ich weiß. Momentan. Ach, schon. Achso, momentan, okay. So, wo war die Quest da oben, ne? Welche? Nee, hä? Was willst du machen? Nur die Teile zu. Links ist noch gemacht haben. Hast wollen du wir da unten den Wegpunkt? Ach, den Wegpunkt, den. Hier ist noch eine andere Quest. Wo? Oh. Hier links. Aber wieso, Also ich hatte gerade bei 2000 Damage aufgezählt. Du hast doch die Quest fertig, oder Robin? Ja, ja. Ja, dann lass mal hier hingehen. Quest ist done. Das ist extrem nice, du kannst dich so extrem schnell fortbewegen. Hier ist auch ein Waypoint. Und eine Quest. Robin, nur. Beim Basti wird's gerade wieder anstrengend. Alter, das ist doch nicht normal. Gerade, Mensch. Ja, aber. Ich kann schmatzen und mich hört man nicht. Ich muss mal die Dings einstellen, ey. Pussy. Komische IT leicht. Mikro einstellen, wie geht das? Silas, ich glaube, du bist in der Position, wo du am wenigsten über komische ITler sagen sollst, wenn du sagst, ne? Frontpanel und Mainboard, sag ich dazu nur. Ja, aber. Was? Ich hab gedacht, man muss die Dinger einfach so anschließen. Ach so, ich hätte das man eher. Ja, ist doch klar, du steckst sie einfach drauf und das Mainboard erkennt dann, was da halt dran steckt, und dann wird das automatisch eingestellt. Hab ich gedacht, ja.
Ja. Sollst aufhören zu denken, sie das. Jo. Immer lass das entfernen, die haben den größeren Kopf. Ja. Komm, hallo. Ja, der hat mich gerettet, dem muss ich helfen. Ja, musst du. Oh Mann. Darunter. Kick mich da runter und ich flame dich auf Arena mit der Webseite. Alter. Jetzt kann man gehen. Es ist so sozial und so, ich kann jetzt auch nicht, ich kann nichts machen. Das ist ein MMO, hier geht's nicht um Soziale. Der hat mich gerettet, sonst hätte ich jetzt von dem anderen Wegpunkt wieder bis hierhin latschen müssen. Und dann kann ich hier nicht mit dem Elite alleine lassen. Du bist Robin, du kannst alles. Ich bin Chuck Norris. Ey, die haben sogar einen Chuck Norris Witz in den Film gebracht, Alter. Und den hat Chuck Norris selber gebracht. Das war so awesome. Kleiner Fanboy. Alter, das ohne Scheiß. Das war so. Was haben wir denn hier? Holt die Kettrelikte aus den Dorfruinen, vertreibt die Grabräuber und lasst die ins Geisterfrieden. Fackeln musst du auch anmachen. Überall. Ich wollte gerade sagen, Fackeln anmachen bringt auch was. Oh. Das bringt aber nichts. Na, die bringen irgendwie nichts. Vielleicht hier, links. Ja, erstmal nehme ich den Weg. Warte, ich will den Wegpunkt. Wenn ich sterbe, habe ich den Wegpunkt. Jetzt kann man links. Oh. 735 Erfahrung für so einen Wegpunkt, ey. Das ist zu früh. Oh, hier haben wir doch so einen verfluchten Drecksgeist. Oh, wir nehmen direkt mal auf die Fresse. Habt ihr die Quest fertig? Nee. Nicht ganz. Jetzt wäre ich fast in der normalen Server gedacht. Ich hab langsam wieder die Tasche voll. Na, boah, 1500 Damage. Das spawnt der direkt vor mir. Basti, wie sieht's mit dir aus? Mir fehlen noch 3-4 Stück oder so. Hä? Ist der wieder hat er sich wieder geheilt oder was? Ne, noch einer. Achso, okay. Das mal. Gepanzert! Boah, ich hab grad alle Segen bekommen. Wollte ich gerade sagen, was ist denn mit dir passiert? Ja, noch einer. Oh. Soll ich irgendwo rumlaufen? Hä, wo bist du? Bitte einen Gegner. Hallo oben. Ah, okay, hat sich gerade erledigt. Durch die Rüstung. Ah ja. Was geht denn jetzt ab hier? Keine Ahnung, was du da für Sachen machst, ich weiß es nicht. Es werden immer mehr. Töte sie. Die greifen mich da unten an hier. Es werden immer mehr. Warum läufst du die ganze Zeit geradeaus, Basti? Oder hab ich schon die Ziel? Also ich stehe hier hinten, bin ja gerade am Kämpfen. Flussufer immer noch voll, ey. Was habt ihr euch für einen scheiß Server ausgesucht? Im Besten. Besten, echt. Mindestens guckst du das, finde ich sehr anständig. Sehr, sehr anständig. Ja, zu anderen Personen, Basti. Ja. ich habe dezent ein paar viele Gegner gehört. Ey, was machst du denn immer? Hier I don't know. Hier sind fünf Leute. Mal, wenn du mit deinem Bär rumläufst. Hier sind fünf Leute links neben dir. Nee, drei oder so. Ich lauf wieder zurück. Und du läufst an allen drei Leuten vorbei und pulst einfach mal 10 Mobs. Oder wollt? Ich wollte nur die Fackel anmachen. Ja, du müsst jetzt wieder da sein. Eigentlich sollte man nicht immer sterben lassen. In welche Richtung wollt ihr jetzt weiter? Ich wollte wirklich nur die Fackel anmachen. Ins Landinnere nach rechts, also auf der Karte rechts. Ich wollte noch den am Hochgradpass den Punkt holen. Ey, dafür haben wir jetzt das Quest fast fertig. Den unentdeckten Sehenswürdigkeiten. Ich hab's jetzt fertig.
keine Ahnung wie, ne? Kann auch sein, dass wir uns das Eis zertauchen müssen. Was macht ihr denn für Sachen, ey? So, fertig. Langbogen? Auch noch. Dann lass mal wieder an den Anfang gehen. Ein Mob. Ja, dann kommt zurück. Ist ein Mob. Ja. Basti, oben ist ein Event, meinte Tobi. Wo bei euch, oder? Ja, ich bin jetzt schon wieder unten, ich hab mich zur Stadt geportet, ich komm da nochmal hoch. Ja. Lauf einfach durch. Na gut. Ich mach die langsamer für dich. Ja, zu wenig. Boah, du hast ja aber auch was Nettes ausgesucht, Ulti. Wieso? Was hat er denn? Ach, so ein direkt so ein Veteran, Level 21. Entschuldigung. Ach ja. Muss raus. So, jetzt gehen wir mal hier nach links. Oder willst du noch gucken beim Karma-Händler? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie lang nichts mehr geholt, muss ich ehrlich sagen. Außer jetzt mein Bogen da für diesen. Oh, guck mal hier, was denn? Hier geht's ja hoch. Ach, das Event, das hatte ich eben. Das ist voll hässlich. Ach so, der. Wo ist der denn überhaupt? Ach, mein Gott. Der Kleine. Hab ich jetzt 3 Level gemacht, während ich jetzt in der Stunde online war? Klar, du bist Killer. Bist du mit mir dabei? Uralter. Ja, meine Ringe und so sind alle voll scheiße, aber irgendwie, ich finde auch nichts besser. Ich will auch keinen Zustandsschaden jetzt. Im Fokus. Ach Robin, kann ich dir wieder Sachen schicken? Bis nächstes Mal. Oh ja, Charge Knoll. Komm mal mit hier, hier ist ein hässliches Event. Nachrichten. Fliegen töten. Ja, aber die respawnen irgendwie voll schnell, oder? Wir müssen die Nester alle killen, keine Ahnung. Boah, ich kann immer noch nichts. Also für mich hat er nur Crap. Ah, du verkaufst, ne? So wie ich dich kenne. Ich hab hier einen. Ach ne, ist ein Kurzbogen. Guck mal, ey, wo wir angefangen haben mit dem Event, waren 12 Fliegen. Jetzt sind 18. Wie viel Crit hast du eigentlich, Robin? Jetzt Prozent? Chance? Ja, eine schwarze Limit. Wie viel haben wir jetzt schon? 15 noch. Brauche ich. Brauchst du eine Pistole, Robin? Für 36? Brauchst du mal unten rein. Und wieder 15, es war kurz auf 14. What's strange. Ja, keine Ahnung, jetzt. Voll komisch. Und ja, jetzt spawnt der Elite hier. Ist ja nicht so, dass ich mit den Fliegen schon genug Probleme hab. Ja, noch schon. Ah, die ist cool, ja. Ja, das Problem ist, kann ich nicht schicken. Ich hab 2 Sachen für dich, eine Fackel und eine Pistole. Aber. Ja. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dass ich die hab. Dass ich die nicht später disenchante oder so. Komm, Ulti, du liegst hin. So, immer war auch noch ein Leben. Verdammt. Uri Kalli, ich hab mal eine Frage, man findet ja immer so viele Sachen, danke. So Trophäen, so voll oft. So irgendwie. Ich schmeiß die immer weg. Ja, ich schmeiß die auch immer weg. Die kannst du klein machen zu Ressourcen. Nee, kannst du nicht.
Welche Überschrift haben die? Eine weiße? Ja. Die musst du irgendwo abgeben immer. Ja, die musst du manchmal abgeben, aber manchmal musst du sie auch nicht abgeben, so deshalb. Was machst du da? Die kannst du auch nicht verkaufen oder so, deshalb. Ja, dann sind das questgebundene Gegenstände, die kannst du abgeben. Ja, es gibt so manchmal so Quests, sammle das und das und gib das dem und dem. Wenn du das in dem nicht abgibst, dann. Okay. Wegschmeißen. So. 64 schaffe ich noch, bevor ich gleich ins Bett gehe. Boah, ich hatte vorhin ein SPVP-Match mit. Da habe ich 325 Punkte gemacht, ey. Bäh. Ich weiß, interessiert den Scheißdreck, aber ich fand's schön. Ich weiß jetzt echt, warum Kangen mit 200 Schwert spielt. Weil's geil ist, ich weiß. Weil's jeder weil so du macht. Dich damit ultra schnell bewegen kannst. Und der Damage awesome ist. Der Damage ist von meinem Gewehr, finde ich, besser, aber. Wie gesagt, du kannst damit halt, wenn du jetzt irgendwie längere Wegstrecken überbrücken musst, dann kannst du die ganze Zeit wirbeln, charge, wirbeln, charge, wirbeln, charge, wirbeln, charge und du bewegst dich fast um 60% Laufgeschwindigkeit. Richtig geil, aber. Das sieht einfach nur so behindert aus, wie du läufst. Noch zwei brauche ich. Oh. Ja, schau. Geh schon mal zu anderen. Da hinten. Ein bisschen Glück. Kohl. Boah, GZ. Ich hab Kohl gefunden. Jetzt guck ich auch nochmal. Also. Genau, ich hab 10 in Illusionen, 10 in Beherrschung. Du, und jetzt 7 in Zweikampf. Ich weiß nicht, was das ist. Du musst mir sagen, was das verstärkt. Also 10 in erhöht Kraft, 10 in erhöht Zustandsschaden und 10 in 7 in Prezi. 7 in Prezi ist eigentlich gut. Sie holen da unten. Weil ich weiß jetzt wo. Steht im Chat. Tunnel unter Wasser anscheinend. Ja, mir egal, ich muss auf jeden Fall gleich nur den Wegpunkt da vorne holen. Ich glaube, ich hole erst den Wegpunkt und port mich dann da runter. Mit was spielst du jetzt eigentlich, Rummel? Meistens mit Breitschwert und Kurzschwertkanone. Okay, kannst du, warte mal. Was ist denn Party? Komm mal hoch, Party. Kannst du sowas gebrauchen? Klackern hat gebrochen, wenn er mal 46 irgendwann wird. Nicht 46 irgendwann. Oder sowas, das ist für 44. Sehr nice, ja. Kannst du sowas gebrochen, Siedlers? Jo. Ist gut. Ist dann könnte ich ja noch, ja. Wenn's funktioniert, schicke ich es dir noch. Voll geil, kann ich sogar direkt anziehen. Schandmehl. Ja, super, die sind echt gut. Geht Mail schicken dann wieder? Weiß ich nicht. Eben ging's nicht, als ich. Nee, geht's hatte. Nicht. Kommst du, Robin? Ah, kommst du, cool. Wo ist denn der Tunnel? Ja, der Basti versucht irgendwie alle Geräusche durchs TS zu channeln, ne? Ja, atmen, trinken. Essen hab ich noch nicht. Also, hast ich hab nicht. Obwohl, doch, ich hab noch ein paar Nüsse hier, warte. Da kommt El Blondi direkt. Hallo El Blondi, was es geht? Der Basti macht Geräusche. Geräuschparty, nom nom nom. Nom 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 nom. Wo haben wir eigentlich? 12:12. 20:20. Boah, es ist schon wieder spät, ey. Ey, dieses Spiel wird mich zerstören. Wenn du mal nicht dauernd ins Fitnessstudio gehen würdest, oder in irgendwelche Filme, wärst du schon viel weiter, genau. Ja, es tut mir leid, ich werde sofort wieder aufhören, meinen Körper zu formen. Ja, kannst du auch formen, am Wochenende. Am Wochenende, Alter, ich gehe 6-mal die Woche, jetzt soll ich nur noch am Wochenende gehen. Ja. Ja, ich habe den Tunnel gefunden. Wow, ich habe hier so ein schönes Fernglas gefunden und ein einziges scheiß Herz. Ich hab zwei. Was geht mit Multi? Argo. Achso, sorry, ich ein ungewohnter Ort. Mikrofon gemutet. Ja, was ist Basti? Ja, ich hab das Ding gefunden. Den Weg. Ja, ich warte noch auf den Multi. Der kommt jetzt.
Robin, wo müssen wir das Oh, machen? geil, Event. Bringt die Zentauren zurück? Gute Frage. Irgendwie mal Platz schaffen hier. Hast du das nicht gerade? Willst du mich verarschen? Du hast das die ganze Zeit da hinten gemacht? Chill mal. Mal gucken hier. Du bist furchtbar, echt. Hier unten hin musst du. Kannst auch von hier oben reinschwimmen. Ja, ist eigentlich egal. Rein. Hier sind Leute, also wenn du kommen willst, kannst du hier hinkommen. Ja. Auf dem Lack, das sieht aber hässlich aus. Wisst ihr, was ich bei dem Spiel echt vermisse? Hier ist doch ein Fertigkeitspunkt. Ja, Pots. Was meinst du, wo ich... Pots, warum? Ja, irgendwie nochmal so zusätzlich nach dem Motto, ich bin gerade am Sterben, hab keine Heal ready. Warum bist du gerade gestorben? Ich wollte mal anmerken, dass ich gerade mein Kürbis-Held gefunden hab. Yay! GZ. GZ. Kürbis! So, hier. So ein Veteran für euch. Soll ich schon mal so ungefähr in die Richtung laufen, wo ihr hin könnt, sollt? Eventuell, weil ein bisschen Low-Level ist. Also, wie das? Was macht das Spiel? Na, was macht das Spiel? Das spielt so vor sich hin. Das Spiel ist Beste, würde ich mal so sagen. Jeden Für Fall. Mich. Finde ich zumindest. Ach, ich glaube, dieses Spiel wird mich noch lange beschäftigen. Egal, Alter, am Wochenende, Junge, ich schwöre dir, wenn du vom Wochenende am Sonntag wiederkommst, dann bin ich 15 Level über dir. Ich hoffe. Na, nicht nur 15 oder so, wenn wir reinhauen, dann sind wir wahrscheinlich irgendwie so Level 70, 75. Na, Silas ist dann irgendwie... Eins. 45. Wird runtergestuft. Ja. Ach Quatsch, ich bin am Wochenende eh unterwegs. Toll. Dann mach doch mal normal. Samala, da. Was die Inselfallsee, sollen wir uns da noch den Fähigkeitspunkt holen? Was, wo? Ganz oben. Wir haben egal, schon gerade eben den anderen Punkt hier. Hast gesehen, am Samstag ist unten wieder, was letztes Jahr am Birkenweiher war, diese Beachparty. Ja? Ist jetzt unten am Ilm. Am Samstag. Sunday Club Night. Die ging doch eigentlich irgendwann nachmittags los, ne? Ja, das geht nachmittags los und dann bis 22 Uhr draußen und dann wird das nach drinnen verlegt. Aha. Ich wollte noch sagen, ich würde dir empfehlen, am Freitag nicht in den Sprung zu gehen. Warum? Kannst du dir denken, oder? Ach so. Mann, wo ist denn hier dieses scheiß Quest? Bist du auch da? Was? Da bist du auch da? Ja. Bist du begeistert? Ja. Ach so, geht dir hier ist die Quest, hier ist die scheiß Quest, ja. Musst du resten? Kannst du resten? Bringt das was? Ja, das bringt was. Rest die. Rest, 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 rest. Rest like you never rest before. Ja. Ja, aber ich hatte eh nicht wirklich vor, in den Sprung zu gehen. Ich wollte es nur sagen. Nee, finde ich nicht schlecht. Ich meine, im Endeffekt, wenn jetzt alle dahin wollten, dann Pech gehabt. Ich muss ja nicht mit dir reden, aber. Auf jeden Fall werde ich es nicht vorschlagen. El Blondie ist wieder weg. Oh. Was geht ab, ey? Also, Erdbeeren, ja. So wie ich das verstanden habe, müssen wir die Stadt hier verteidigen. Ist unten was? Kommen die von unten? Und Level. Level minus. Level down. Ah, Mist. Hat fast gereicht. Charakter gelöscht. Die haben zu lange von Level. Was, welches bist du jetzt? 20 gleich. Sie haben zu lange von Level 20 19 auf 20 gebaut. Der Charakter wird jetzt gelöscht. Glück. Nein. Dies ist der Basti-Modus. Ja. Basti-Mode on. Delete den Charakter in 5, 4, 3, 2, 1. Und Level up. And the character is weg. Ja, ich bin doch direkt rausgeflogen. Ja, siehst du? Mal sehen. Robin, du kannst hier hinkommen.
Ich weiß nicht, wie viel du schon von der Quest hast, aber hier sind ganz schön viele Gegners. Gegners, wo sind die Gegners? Nur Ach, noch da 100 oben, den Meter. Wollt ihr euch holen? Ja, da muss ich erstmal nachlaufen. Zwiebeln! So, ich habe jetzt so 70% oder so. Nimm das unterste Verstand. Dann guck in dein Inventar. Ich glaube, die sind wieder hier unten. Ich glaube, das wechselt immer hin und her, hin und her. Man ist schon 12:30 wieder. Ich will doch mal schlafen. Früher ein bisschen, vielleicht. Ja, ich auch. Ach, wer braucht schon Schlaf? Sagt der, der bis zum 20. Urlaub hat oder so. Ist ja cool, wenn man so eine Zeit hat in der Ausbildung oder so, wo man sagt, ich will einfach einmal einen Monat frei. Jetzt ohne den Urlaub. Aber zu einfach. Warum? Weil das zu einfach wäre. Als ob du das jetzt nicht unterstützen würdest. Man, wo sind unterstützen würde ich das auf jeden Fall, aber das wird so einfach. Ich meine, es gibt Schwangerschaftsurlaub, es gibt Elternzeit, es gibt dies und das. Warum gibt es nicht Guild Wars Urlaub? Ich meine, das ist doch eigentlich der logische nächste Schritt der Evolution. Meiner Meinung nach. Ah ja, sieh das logisch. Du solltest immer einen guten Psychiater suchen. Wenn du den gefunden hast, kannst du direkt weitergeben. Mann. Ja, die spawnen immer nur da oben. Okay, ich verstehe. Dann lasst mich doch in Ruhe. Boah, Junge, das grausame Gefühl, wenn morgen um 6 Uhr der Wecker. Das grausame Gefühl, wenn morgen um 8 Uhr der Wecker klingelt. Grausame Gefühl, wenn er um 5 klingelt. Das grausame Gefühl, wenn man bis zum 20. frei hat. Ja, das ist besonders schlimm. Ja. Ich kann mich erschießen. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Was kann man denn mit den scheiß Trümmern machen? Ich weiß nicht, ich habe einen aufgehoben und dann hatte ich den aber irgendwie. Ja, dann kannst du da wegschmeißen, ne? Ja. Ich glaube, du kannst ihn da hinten irgendwo hinbringen oder so. Master of Overkill, 103.598 nicht im PvP. Master of Atmen. Basti, 37 Minuten. Ja, kriegst du das erstmal hin. 37 Minuten zu atmen. Ich bin gerade bei euch jetzt angekommen. So, wir bleiben jetzt hier. Kein Bock mehr. Kleines Basti, hast die Klassenquest schon Maschine in Aktion? Ne, ich bin bei der Meisterkampf. Welches Level ist die? Ah, korrekt, ein Veteran. 19. So, was bist du? Du bist doch ein Nord, ne? Ja, und? Ja, warum machst du nicht das gleiche wie wir? Oder hat Ego Basti. Maschine in Aktion? Weiß nicht, warte kurz. Hier ist noch einer. Töten. Guck mal, das Krasse ist, hier sind 10 Leute und der Robin wird angegriffen. wieso hab ich das Quest so, nicht fertig bekommen? Also, der muss trinken, ne? Der kennt die halt, die größte Bedrohung. Ich will Auktionsausgaben. Ich würde mir schon Gedanken drüber machen, Silas, ne? Wenn ihr ihr könnt das gleich machen, wenn ihr wollt. Dann mach ich meins jetzt gleich. Noch eben. Ich will dein Geld, Kali. Ich könnte dir auch das Item zusätzlich noch geben, aber Post funktioniert dann nicht. Ja. Ich will auch dem Robin die Items geben, ey. Aber irgendwie, die vermüllen mein Inventar. Robin, hast du fertig oder wie lange brauchst du noch? Ich glaub noch ein bisschen. Aber ich hab grad keinen. Kein was? Ich glaub, ich mach Schluss für heute. Was? Das ist doch ein super Punkt, um Schluss zu machen. Wenn das Game crasht und der sagt, bitte schick den Reporter an ArenaNet. Ach nein, das ist dann die Herausforderung, weiterzumachen. Mehr werden kommen.
Juhu, last time Guild Wars 2 ran and detected a problem in its in-game data. We recommend that you let the game verify its data repair. Would you like to do this? Naja, super, das kann jetzt dauern. We would recommend and immer wenn da steht, we would recommend, da höre ich immer das aufzulesen. Na, jetzt ist er da gerade irgendwie am Verifyen und macht da irgendwie Shit und... Krass, Mann. 0%. Uhu. Noch 200.000 Dateien verbleibend. Fertig? Schöne Sache. Auch so. Die Abschluss für heute. Bei mir. Ich schätze, du kommst als letzter, gehst als erster. What? Ist die Wahrheit? Guck mal auf die Uhr, Alter, was geht mit dir? Alter? Das war eigentlich die Aufforderung, dass du früher kommst. Ach so. Ja, ich suche mir oben noch einen Wegpunkt und dann gehe ich aber auch. Obwohl, ich brauche nur noch 3 Kästen. Übertreib mal nicht, du bist sowieso schon viel zu weit. Du solltest trinken. Du bist viel zu low. Guck mal, wenn ich so weitergelevelt hätte, wäre ich wie Kali. Nee. Ja, du hast einen Tag mehr, okay, dann wäre ich vielleicht 2 Level oder 3 Level unter dir, okay. So. Nee. Ja, ist doch scheißegal, lass mich in Ruhe. Du machst keinen Damage, du brauchst für die Quest 5-mal so lange. Ja, wenn genau. Wenn wir dir nicht die ganze Zeit geholfen hätten, dann wärst du noch Level 20. Okay, sagen wir angenommen, ich hätte andere Freunde, die hätten mir dann geholfen. So. Und dann hätte ich auch das Level wie der. Und dann guck dir mal dein Level an. Und dann guck dir mal mein Level an. Meinst du die gute Mitte von euch beiden? Also. Ja, da sagst du nichts mehr. Soll ich jetzt bitte sagen? Sag, ja, Meister. Lololol. Ich freue mich immer, wenn du kommst und du gehst dann immer direkt wieder. Das macht mich traurig. Du bist der Einzige, der mich hier nicht mobbt. Obwohl. Redest du jetzt mit mir? Oder? Ja, komm zu glauben, ne? Komm, das war eine Aufforderung. Hau rein, gib's ihm. Ich bin ja morgen wieder für dich da. Hier ist ein Mob. Ein Monster-Mob. Ich fühle mich gut. Ach, hier ist. Ah, okay. Wo ist der denn? Hier ist die Scheiß-Bitch. Töten wir die Bitch. Krieger hab hier falsch. Jäger hab hier falsch. Die da auch falsch. Hier ist ein Event. Ich wollte schlafen gehen, aber dann kam das Event und... Ja. Geht ganz einfach. Das Event brauchst du gar nicht machen, das buggt gleich sowieso. Das sagt er immer. Nee, das Event hier mit den mit der Matriarchin, die kommt dann gleich raus und dann tötest du die und dann steht in der Balken einfach da so, als wenn nichts gewesen wäre. Beziehungsweise der steht auch schon so, die ist ja schon gar nicht mehr da, siehst du? Ja, hast du recht, aber ich kann ja auch ein Herz machen. Das lässt die Leute hier kalt, die machen einfach ihr Ding. Ja, weil die alle dumm sind. Wie ist das so da oben, Kali? Seit ich den Kali kenne, hasse ich mehr Menschen, das ist voll krass. Also nicht, dass ich den Kali hasse, sondern dass der Kali mir einfach zeigt, wie blöd einfach alle sind. Ey, das geht mir so, seit ich Shinini kenne. Ja, das war ja, die auch verrückt. Aber der Kali, der zeigt einem einfach, wie blöd alle Menschen sind. Und dann denke ich mir immer so, boah, wie blöd. Auch heute war so ein kleiner Junge im Bus, wo ich mir dachte, wie dumm ist dieser kleine Junge. Ey, der stellt sich in den Bus, hat einen Rucksack. Wie soll man das jetzt erklären? Der stellt sich... dass seine linke Schulter nach vorne zeigt und seine rechte Schulter nach hinten im Bus. So, ja. Und wenn dann der Bus logischerweise in die Kurve geht, hat er natürlich kein Bein, um sich zu halten. Und dann fällt er da zweimal auf die Schnauze. Ey, das ist kein Witz. Der ist, beim ersten Mal hat er seinen Rucksack an. Der Rucksack wiegt ja auch nochmal 10 Kilo, also meiner hat so damals 9-10 Kilo gewogen, so 9 oder 10, ne? Und dann ist er beim ersten Mal hingefallen. Wirklich hingefallen. So, ich denke mir so, will er mich verarschen? Dann ist er auf die geniale Idee gekommen, den Rucksack auszuziehen. Hat sich aber nicht umgedreht. Der ist so stehen geblieben. Dann kommt die nächste Kurve und der fällt wieder fast hin. Tritt mir auf den Fuß. Ich guck den an und der guckt mich an, geht so einen Schritt zur Seite. Und ich so. Und dann hab ich gedacht, komm, okay, wenn er jetzt ruhig ist, verstellt er sich am anders hin. Hat er sich nicht anders hingestellt. Kam wieder die nächste Kurve, dann tritt er mir wieder auf den Fuß. Ich so, Junge, willst du mich verarschen? Stell dich doch mal richtig hin. Und dann geht er dann irgendwie so 2 Meter nach vorne, stellt sich aber wieder so hin.
Aber jetzt bin ich mehr auf Fuß gedreht. Ja, genau, das stimmt. Normalerweise bin ich voll der nette awesome. Mensch so, aber dann Kali, ohne Scheiß. Awesome. So, Kinder, morgen geht's weiter. Jo. Der Papa haut sich jetzt in die Haie. Macht das. Dann dir eine gute Nacht. Schlaf ja, gut. Schönen Arbeitstag morgen. Ja, danke, werde ich bestimmt nicht haben. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Ja, ja. Ja, Kali, was sagst du dazu? Ja, du meinst den Menschen, ne? Das ist der Hammer. Das glaubt dir keiner, das ist einfach so. Das ist. Ich weiß nicht. Ich wollte mein T-Shirt bedrucken lassen mit dem Spruch, es gibt es ja von. Wie heißt der Film, wo drauf steht? I see dead people, ne? Mhm. Was du meinst, Six Sense. Six Sense, ja. Ja, genau. Und ich wollte mir ein T-Shirt drucken, das nur drauf steht, I see dumb people. Das gibt's doch schon. Echt? Hab ich noch nicht gesehen, was jetzt? Hab ich 10 Stück? Nein, Spaß, aber. Erobertes Katapult, was ist denn hier los? Das sind Berge. Ach ja, Basti. Ja. Du hast noch Mr. T unseren Stundenplan geschickt, ne? Ja. Ich bin jetzt Grammar-Nazi. Ja, hab ich schon gehört, hat das Sven auch schon gesagt. Ja. Das merke ich, Wayne. Jetzt ist bitte Mr. T. Unser Master, ja, einer der Master, Personalabteilung. Ach so. Der sagt uns immer, ihr dürft nicht fehlen. Und der sagt immer, und der ist so viel krank. Ja, genau. Und ich glaube nicht, dass sie krank waren. Und Wenn der Arzt sagt, du bist krank, glaubt er dir nicht, dass du krank warst? In Wahrheit glaubt er dir es nicht, ja. Ja, also in Wahrheit. Weil du hast ja wahrscheinlich ein Abkommen mit deinem Arzt, dass du dem extra 10 Euro monatlich gibst, ja. Dass er dir jederzeit immer was ausstellt. Fein. Ja. Nur ich muss die 10 Euro nicht bezahlen. Ja, wollte ich gerade sagen. Mein Arzt ist auch so, dass ich nur quartalsweise zahlen muss. Das war früher noch geil, als ich noch privat versichert war, da waren die Ärzte noch viel gechillter drauf. Ja, haben sie dich angebetet. Ja, schönen guten Tag, wollen sie Kaffee, wollen sie vielleicht Pizza, Frauen, wir haben alles. Hey, du gehst da rein, Pizza, weißt du? Frauen. Du gehst da rein und dann kommt erstmal so, ja, kommen Sie doch mal ein bisschen nach hinten durch in unser Privatwartezimmer. Und dann sitzt du da erstmal vorne nicht bei den ganzen anderen Leuten, sondern sitzt in so einem vollgechillten Wartezimmer, wo irgendwie 1000 Zeitschriften sind, sitzen da nicht irgendwie andere Leute, die dich irgendwie anhusten und so. Und ja, ne, denkst du dir, ja, warum nicht, ne? Und dann dauert das 5 Minuten, musst du eben warten, bis du den einen Patienten durch hat, der gerade bei dem drin sitzt. Dann gehst du zu dem Arzt rein. Dann macht er nicht nur irgendwie so, ja, husten Sie mich einmal an und gehen Sie wieder, sondern dann macht er dann irgendwie 5000 Untersuchungen und dann sagt er, ja, wie lange soll ich Sie krank schreiben? Der macht 5000 Untersuchungen, ja, nur weil du ihm Geld bringst, oder? Ja, ich zahle ihm ja so gesehen kein Geld. Das Geld kommt ja auch von gut, der Versicherung, klar, aber klar. Der kann halt viel mehr abrechnen. So gesehen lohnt es sich für den, ja. Kannst du mir jetzt mal mein Geld schicken? Mail funktioniert nicht. Guck ich mal Auktionshaus, ob das funktioniert. Der Handelsposten, down for maintains. Maintenance, hab ich doch gesagt. Abholung, Währungsumtausch. Ich kann nochmal alle mein Geld. Hat dir Christian sind eigentlich gestern irgendwas gesagt, ob wir jetzt Deutsch, Englisch oder sonstiges machen? Deutsch. Boah. Das war. Also sowieso jede Hoffnung verloren bei den meisten bei uns in der Klasse, also so gesehen. Bei Englisch noch mehr. Aber dann kannst du. Ja, aber Englisch ist viel interessanter als Deutsch. Ja, das finde ich auch, aber. Wo komme ich denn sonst mal dazu, irgendwie Englisch zu sprechen? Kannst du Englisch sprechen? Ja, sowieso, ja, aber meistens ist es ja immer nur schreiben. Ja, gut, das stimmt.
Boah, ein Silber, 15 kostet der Teleport von da nach da, da gehe ich zu Fuß. Oh, mein Lieber, nee, doch nicht. Da bin ich 2 Stunden unterwegs, aber das ist es mir wert. Das ist ein Silber. Ein Silber, so viel hat der Basti nicht mal. Ne, stimmt, ich habe nur 45. Ja. Wie fährst du denn, Silas? Ich will ja, dass du mir was schickst. Ja, ja. Ich habe im Moment 1 Gold und 10. Ich bin, seit ich mit dem Bast, mit dem Robin eben gequestet habe, von 88 Silber auf 1 Silber 10. 1 Gold 10. Ja, genau. Ich bin jetzt bei 2 Gold 93. Okay, ja. Ich habe ja auch nicht 50 Silber mal getauscht, ne? Ja, wäre ich jetzt auch. Ja, gut, ja. Das war so fail. Ja, so knupphaft, aber passt ja zu dir. So ist das im Leben. Jedem das Sein und alles für mich. Ich habe diese Farbe gefunden, die finde ich eigentlich voll geil. Aber. Ey, das war vorhin so Lachkick, ne? Ich habe vorhin mit einem Kollegen über Steam geschrieben und der meinte so, also der vor ein paar Tagen meinte doch so, boah, Guild Wars 2, voll das Scheiß-Game, werde ich mir niemals holen. Für ihn schreibt er mir an, boah, ich habe mir Videos und Streams angeguckt und ich hole mir das jetzt noch am Ende des Monats. Ja, so muss das sein. Anständig, der junge Mann. Anständig. Ja, wir würden es dann wahrscheinlich nur auf dem Rennen bis 80 überholen. Anständig. Ich supporte jeden Menschen, der dies tut. Ja, aber mich nicht mit 11 Euro unter Support, ne? Ja, ich ja. Hätte die gegeben. Aber nachträglich. Ich guck mal kurz, ob der Server für euch klar geht. Du Scheiße! Hier hat irgendjemand Worldboss geschrien. Ich wollte einfach mal hingehen, mir den Scheiß angucken. Und das ist letztendlich so ein Flame-Legion-Schamane. Der geht dahin, ein Cleave ungelogen, 8 Leute tot. Was? Welche Karte ist da denn? Also welches Gebiet? Uri redet nicht mit dir. Ich weiß. Welches Gebiet ist da denn? Iron Match. Wohoho, ich wollte mich drehen, ey. Geh weg! Was für Uri eine ab, ey. Ja. Wo ist das Iron? Iron? Wo ist denn das ungefähr? Wow. Iron Match. Wollte die echt retten. Das kann. Scheiße! Ich will nicht sterben. Was ist denn das Gebiet, Uri? Ganz im Nord, Richtung Osten. Nordöstlich von Ohr, dem Char-Stadtgebiet. Okay. 50 bis 60 Level? Ja. Ja. Aber ich sage dir, das sind nicht wert. Der Mob schon wieder hinter mir, ja. Er mag dich. Ah, ich kite. Und wie viel Prozent hat er schon runter? Weiß ich nicht. Aber so ein 6 hat er bestimmt schon weg. Der hat anstatt 100% hat er 101. Ich kite bin. Der versucht gerade die anderen Leute zu retten. Ja, aber Uri muss echt mal ausprobieren, 2 Jahren später, das geht richtig ab, ey. Jawohl, 2 Leute haben wir gerettet. Jetzt können wir weiter kiten. Oh, ich glaube, ich mach Schluss für heute. Boah, für ein Gold kriegst du 277 Diamanten. Das ist eigentlich in Ordnung. Aber jetzt kann ich nicht verhandeln. Komm, zieh die Maus ein Stückchen weiter runter. drück mal auf Enter. Glaubst du, das geht mit Enter? Wie ist aus? Ja, ne, 277, dann hätte ich 400. Hätte ich 400. Er geht runter! Ich glaube, ich kaufe mir die Sonnenbrille, die kostet 150 Gems. Ja, die kannst du dir aber nicht kaufen. Warum? 136. Ja, dann kaufe ich, ja gut, wenn ich etwas mehr Gold habe, dann wandle ich das mal um. Die Pilotensonnenbrille, die ist so ghetto. Jo, was geht? Geh nochmal gerade da auf die Seite Aktion, wo du gerade warst.
wir haben 5, 7, was sind diese Schwarzlöwen? Was haben wir? Lieferant Express, hast du die nicht gesehen, Blading? Ja, ich bin jetzt auch gleich schon Level 1. Von... Nein, wir haben jetzt, uns fehlen noch 3, ja, ich sag ja. Punkte. Ich bin jetzt auch gleich Level 21. Dürfte ja auch dazu zählen, ne? Das ist ja mal lame. Wofür braucht man die Scheiße denn bitte, ey? Das ist, wenn du was verkaufst. Ja, aber da kann ich dann auch 5 Minuten warten, um das in der Hauptstadt zu machen. Dafür muss ich mir nicht für 40 Gems irgendwie ein Item kaufen. Es gibt Leute, die können nicht warten. Aber ich bin kurz vor Level was für ein Kim? 43. Ja. Ich bin kurz vor Level 43, Mann. Ja, dann machst du noch 43. Ich brauche noch 2 Balken bis 64 und mach dann. Du bist auch crank. Donnerfels. Ja, mir fehlen irgendwie 3 bis 49, aber das habe ich jetzt irgendwie so die Nerv drauf, das zu machen. Also ich werde das Level auch noch hier machen. Ja, ich werde auch noch auf 23 und dann bin ich erstmal zufrieden. Dann schläfst du 2 Stunden und dann fängst du an durchzunerden, ne? Wie Kangen. Genau. Mhm. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ey, ja, ich muss aber danach erstmal Schluss machen, ich hab dann gehen wir die Kippen aus. Tanke und dann weiter. Weißt du, wer jetzt bist du Tank jetzt von dem aus? Ach ja, ihr wohnt ja so da auf dem platten Land, ne? 36 Kilometer. Gefühl zu Fuß, ja. Da bin ich schon nach Köln gelaufen, 36 Kilometer. Boah. 36 Kilometer bin ich schon in Hilden. Das hat ein Kollege letztens erzählt, der wohnt oben im Norden, wirklich auf dem platten Land, ne? Und der hat so. Boah, scheiße, ich muss zur Tanke und ich so, ja, dann geh doch dahin. Da meinte er so, nee, das sind 50 Kilometer. Boah. Ja, das ist mies. Boah, ich bin jetzt... Da auch bestimmt keinen Bestelldienst mehr hin. Nee. Boah, ich mein's voll tricky. Anstatt mich nach Löwenherz, Löwenstein zu teleportieren... Boah, da sparst du immerhin 96 Kupfer oder so. Nee, port ich mich in den Nebel und vom Nebel gehe ich das Portal in... Hä? Hä? Ja. Ja, genius. Das sparst du immerhin, warte mal. Ja! Ein Zipper. Das ist extra für dich, Silas. Warte, ich stehe noch extra auf. Nicht so Standing Ovation dazu. Ah, das ist schön. Muss Prioritäten setzen. Ja, das gefällt mir. So. Habt ihr den Down? Das ist ja geil. Ja, was heißt down? Er war auf 0,0001%, dann macht er sich unbesiegbar, macht sich zu so einem Feuerwirbel und jetzt geht's wieder von vorne los. Nein, er spawnt mal eben 20 solche Feuerelementare, die mit dem Bogen quer durchschießen und ja, die ganze Welt ist hier am Brennen. Ja. Dann ist tot. Ja. Schicksal. Wir müssen jetzt eigentlich nochmal die Dinger da kaputt schießen und dann könnten wir ihn dann töten. Ich muss mal ehrlich sagen, ich finde das richtig cool, dass ArenaNet bei Facebook und bei Twitter so aktiv ist. Wollte ich mal sagen. Dann lauf ich jetzt nochmal hin, Spaß gönne ich mir. Hast du schon mehrfach gesagt, Silas? Echt, hab ich das? Tut mir leid, ich hasse dich. Du wiederholst dich. Ich streame, oder? So, das, ein Schild. Kennt ihr so Leute im Büro, die euch alles immer 10-mal erzählen? Jo. Ja. Was, kennst du Leute im Büro, die 10-mal was erzählen? Ja, die erzählen immer 10-mal die gleiche Story und sowas haben wir bei uns auch im Büro, macht unser Chef immer. Und in letzter Zeit habe ich mir angewöhnt zu sagen, hast du schon erzählt? Dann dreh ich mich um und geh weg. Dann guckt er mich immer so ganz erschüttert. Und du wunderst dich, dass du mich übernommen wirst. Ja, aber irgendwie, wenn du dir jetzt zum 50. Mal dann irgendwie eine Simpsons-Story anhören musst, dann reicht's auch irgendwann mal. Außer du hast gerade irgendwie keine Lust, was zu tun. Dann ist das super, dann gehst du zu dem ins Büro und dann erzählst du dir was. Und dann schläfst du ein. Kannst du gut schlafen. Erweiter doch mal deine Bank, Silas. Würde ich gerne, aber das ist 600 Dias. Ich meine, das ist nur in Ordnung eigentlich so, ne? Aber wenn ich... Die Frage, wie viele Punkte das gibt. Ja, das frage ich mir auch. Ich denke dasselbe nochmal, da, oder? Guck, eine zusätzliche Bankregisterkarte, ist das dann eine Reihe oder ist das nochmal so viel, wie du schon hast? Ich weiß nicht. Probier nochmal aus. Für mich ist das ein Register. Ich meine, ein Register, guck mal, das sind ja so schwarze Balken. Für mich heißt das so, dass er jetzt nochmal dasselbe kommt und dann nochmal dasselbe und
So wie viel kannst du dir von deinem Gold kaufen? Wie viele Kristalle? 277, also ich komme auf 400 dann. Das ist leider immer noch zu 400 wenig. irgendwas. Ich finde das sowieso total Banane. Was sind eigentlich diese Kraft, also irgendwie diese Leder und so, die du nicht auf deine Collectibles packen kannst? Ja, das sind hergestellte Scheiße. Das finde ich auch ein bisschen extrem, weil das sind voll viele Sachen. Matt Silberfarbe. Guck mal, die Farbe hier. Siehst du gerade einen Stream? Ja. Würdest du die behalten hier, das Weiße? Ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Aber ich habe ja dieses Silberweiße, so dieses Eismäßige habe ich ja. Und hier der Mantel, der ist jetzt das andere. Ich weiß nicht. Sieht richtig cool aus. Ich finde auch, dass das cool aussieht, aber. Ich habe bis jetzt alle Farben nicht gefunden. Ja, ich auch, aber das ist jetzt eine gelbe. Ja, ich habe schon zwei gelbe gelernt. Und die haben vorhin, als das Auktionshaus offen war, haben die das wertvollste oder das beliebteste Item oder so gemacht und das war schwarze Farbe für 4 Gold. Dafür kriege ich 277 mal 4, 277. Ganz ehrlich, die nach Preisen darfst du nicht gehen. 1100 Gems. Ja, aber überleg mal, du musst mal schauen. Das war vorhin, das Auktionshaus lief 3 Minuten. Gibt den Brief und Siegel nach ungefähr einer halben bis dreiviertel Stunde haben die Preise sich da eingepegelt und dann kriegst du für deine Farbe vielleicht noch 30 Silber. Ganz im Ernst, Silber. Früher bei Guild Wars 1, es gab Farbe Schwarz und noch eine, die total beliebt war. Und die waren komplett durchgängig immer sehr viel wert. Weil du siehst ja, wie viele Farben es gibt. Und die war halt auch sehr selten. Und die war immer deutlich, also schon was wert. Du kannst die Farben ja auch herstellen. Also so gesehen, der Preis wird sich da nicht hundertprozentig halten. Ja, das auf jeden Fall. Okay, das konnte man früher nicht. Früher konnte man keine Farben herstellen. Aber, naja. Uri. Warum übernimmt er das nicht mit Basti? Spitzname Basti. Mach mal aus dem BNS, vielleicht funktioniert's da. Und Sasti? Oh mein Gott. Ah, oh, ist schon spät. Ja, klar, muss ich so ausreden. Boah, krass, der Uri hat schon 419 Achievement-Punkte. 419 Achievement... Killer. Uri... 419, wie viel hab ich denn? Erfolge? Boah, 374. Der Uri kocht ja nur. Koch nicht. Ich habe genauso viel kochen wie Kali. Yep. Geben auf monatlich, Silas. 68%. Events habe ich abgeschlossen. Hast du noch nicht mal über 50.000 bei Überlebender. Ja, hab ich noch nicht. Ich sterb ja auch. Ich bin ja auch nicht hier am Craften und so. Und Genius wie ihr. Ich hab das vorhin komplett ohne Craften bekommen. Ich hab vorhin neues bekommen für 75.000. Krass. Ich will 12er Taschen machen. Dafür müsste ich mal hier hochkommen. Obwohl, ich brauche gar nicht mehr so viel. Ich brauche nur noch 15. 15 Punkte. 15, ja. Warte, bis das Auktionshaus geht. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß zwar gar nicht, was ich dann herstellen soll, aber ist cool. Obwohl, Wollballen und dann... Das ist erfrischend. Ja, aber ich brauche mal diese grünen Sachen hier, das ist doch zum... Ah. Ich glaube, den schon wieder runter, ne? Ich weiß nicht, ob ich da wieder hingehen soll. Ah, ich teste mein Glück. Welches Level ist jetzt? 63, oder? Jetzt gleich 64, und fehlt kein halbes Kästchen. Krass. Ich glaube, ich gucke dann, was hier am wertvollsten ist. Am günstigsten, meine ich. Kleine Klaue. Ach du Scheiße. Kommt der klar? Nun dreht er sich auch im Kreis und schmeißt Feuerbälle. Weiß ich nicht, wie viele. Er mag dich.
Der ist jetzt erst Level 60 oder was, der World Boss? Hier, Kali, guck mal. Der World Boss kommt einfach nicht klar. Guck mal meinen mein Charakter, hast du noch Stream an? Ja. Guck mal meinen Charakter im SPVP. Der Bogen, den habe ich bekommen. Muss mal gucken, warte. Gar nicht klar. Delete, delete, delete. Mach mal den Chatweg, sowieso keiner mehr drin. Ja, komm, ich geh das Level noch machen, dann geh ich. Dann geh ich, ja. Noch was snacken, was zu trinken machen. Noch ein bisschen Bild. Ja, guck dir mal den Bogen an, ey. Da also steht gerade so ein hässlicher Typ im Bild. Das sieht doch nice aus. Das habe ich auch nochmal bekommen für was anderes, aber da. Hab ich das verkauft oder was habe ich damit gemacht? Ach, ich bin so ein Volldepp, ich habe die Sachen einfach weggeschmissen, anstatt das auf die Dings zu tun. Das ist Skin oder was? Ja, du kriegst hier. Du kriegst, wenn du auflevelst hier in diesem Rang, kriegst du so Truhen. Stimmt, da gibt's. Und ja, kannst du die auch bei dem Typen da hinten kaufen, ne? Da gibt's ja auch noch irgendwie. Geh genau. Mal auf die Treppe da hoch. Ja, hier links. Aber ich wollte erstmal sparen, dass ich, wenn ich im Wolfsrang bin oder irgendwie so, kann ich. Ich habe ich schon gemacht im. Als Stresstest zu Ende war, hatte ich noch genug Ruhm, hab das einfach alles gekauft, hier Gold und so. Grüß euch. Achso, nee, das meine ich eigentlich gar nicht. Was meinst du denn? Geh mal auf die andere Seite von der Treppe, also von dem Portal, an dem Portal vorbei. Und dann. Achso, ja, da kannst du ja ganz normal die Sachen kaufen. Das nee, da gibt's auch noch was anderes. Geh mal dahin, bitte. Hier, der tolle Streamlag. Und wenn du dann die Treppe hoch bist, dann geh mal rechts, dann... Ja, da ist der Waffenhändler. Ne, den meine ich nicht. Weiter rechts durch. Geradeaus. Hey, du weißt, dass das verzögert ist, ne? Ja. Da unten, wo diese Truhen stehen, diese Locker. Diese Kleiderschränke. Ja, ich weiß, da kann ich die Sachen ja reintun. Aber da ist ja nichts drin. Da muss ich ja, da gibt es irgendwo auch einen Verkäufer, meine ich, wenn ich mich nicht recht entsinne oder so. Oder wenn du das aufmachst, dann siehst du, ja genau, dann siehst du, was es da ja alles gibt. Ja, was es gibt, genau, aber das Problem ist, das habe ich ja nicht. Und das meinte ich ja eben, ich habe ja eben so einen Streitkolben und so bekommen. Und den hätte ich hier reintun können. Aber ich habe den einfach weggeschmissen, das meinte ich ja, das ist voll kacke. Idiot. Ja. Ist sowieso zu. Weißt du, was mich an dem Game am meisten abfuckt? Dass die Sammelutensilien begrenzt sind, immer von irgendwelchen. Das sind einfach immer nur 150 Stück oder sowas. Teil von Arsch, ey. Ja, du hast schon gemacht, oder? Politikforschung. Ja, aber uns fehlen halt noch immer noch 23, obwohl ich Level up hatte. Guck mal, wir haben 1076, du kannst auch machen, Kali. Guck dir das an, wie viele Punkte wir haben, Junge. Ja, warte, Moment. Wir haben 1076 Punkte. Weil das dauert sowieso zu 24 Stunden oder so, bis es aktiv ist. Ja, klar. Kannst du das nicht starten? Ah ja, kann ich auch machen. Soll ich machen? Politikforschung Stufe 1, Herstellung. Du wolltest Politik machen, ne? Ja, da wo man als nächstes da Vorlage für, genau, mach mal. Ja, okay, Politikforschung hinzufügen. Also Politikforschung läuft in 16 Stunden aus, Basti, stell dir mal einen Wecker. Hä? Geht das nicht? ITW Meisters. Du kannst keine neuen Mitglieder einladen, oder was das? Keine Ahnung, warum das nicht geht. Politik hinzufügen. Habt ihr nur auf Politikforschung Stufe 1 und dann hinzufügen geklickt und hat das funktioniert? Oder musstest du vorhin noch irgendwas anderes auswählen? Muss mich nicht fragen, der Ansgar hat das gemacht. Was denn? Mit Politikforschung Stufe 1 musstest du nur diese Politik, also ja, ich hab das gemacht, jetzt geht's. Okay. Du musst die Politikforschung anklicken und dann hinzufügen. Ja, genau. Und okay. Dann macht er das. Okay. Warum geht das bei mir nicht? Kali, du hast gemacht, ne? Ja. Boah, steht aber immer noch nicht ausführen. Hier steht schon Ausführung. Dann leckt das, geh mal in das normale, auf den normalen Server. Bin ich da? Ja, ich meine, auf den nicht aus dem Herz nimmst du raus, da. Mein Bogen ist so cool, Mann. Ich sehe jetzt voll Gangster aus. Jo.
Ich mach mal den Stream aus. Jo Leute, bis dann. Ciao, ciao. Schaltet auch morgen wieder ein und so. Bis dann. Ja, ist sowieso keiner mehr da, deshalb rede ich ja mit der Geist. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Yeah. Geht alle nach Hause. Ich gucke schon alle Stream an. Ich will nicht mehr. Ja, ich bin langsam echt ein bisschen sehr müde. Naja, gut. Bis dann. Ciao, ciao. Nochmal das unter A.